Sehr geehrte Frau Papst-Dippel, sehr geehrter Dippel, Herr Unzinger, Herr Matthies, Landesvorstand und besonders verehrter lieber Vorredner, Herr Fest. Das war natürlich jetzt wirklich, ich sag's mal, liegt ein bisschen nah, ein Fest für uns alle, Sie hier zu hören. Respekt, Respekt, aber wir kennen Sie ja aus manchen Auftritten im Internet, aus vielen Auftritten. Ich habe es eben beim Reingehen schon gesagt, im Grunde kenne ich Sie, obwohl ich Sie noch nie gesehen habe. In Person, jetzt ist es für mich auch eine tolle Sache, Sie hier persönlich kennenzulernen. Ich möchte zu meiner Vita im Grunde nichts sagen, das können wir nachher vielleicht so ein bisschen einbauen, nachher noch. Ich habe natürlich im Bundestag das eine oder andere gemacht und habe mir damals meinen Rausschmiss redlich verdient. Auch als Bürgermeister war ich nicht ganz ohne Erfolg. Gegen gewisse Widerstände habe ich dafür gesorgt, dass durch unsere Gemeinde mitten durch eine Autobahn gelegt worden ist, aber eben im Tunnel, sodass es jetzt innerörtlich schön leise ist. Wir haben zwei Anschlussstellen, an der einen Anschlussstelle zwei Querspannen, sodass wir auch noch eine tolle Verkehrsentlastung haben. Aber das war auch nicht so einfach, weil man schon gesagt bekommen hat, oh, diese lange Bauzeit, lieber außenrum. Ich habe gesagt, Leute, die Bauzeit ist nicht wichtig. Das, was hinten rauskommt, möchte ich mal kurz zitieren, was hinten rauskommt, das ist wichtig. Ja, aber ich möchte mich jetzt mit Angela Merkel beschäftigen. Ich habe sie ja persönlich kennenlernen können und es ist im Grunde irgendwo ein unerklärliches Phänomen. Wie kann sie es schaffen, seit 12 Jahren sich an der Spitze unseres Staatswesens zu behaupten und immer noch eine gewisse Ausstrahlung zu haben, die viele glauben lässt, sie schafft es auch wieder. Möglicherweise ist das so. Also es wäre natürlich schön, wir würden an die 50% bekommen, dann wäre das Problem gelöst, aber es ist nicht sicher, dass wir das schaffen. Schauen wir uns diese Dame ein bisschen näher an. 1954 in Hamburg geboren, Hamburg, emigrierte sie im gleichen Jahr mit ihrer Familie, nämlich Familienoberhaupt, der evangelische Pastor Horst Kassner, in die DDR. Bemerkenswert, die Gesamtbewegung, wenn man die damalige Zeit sieht, war eher andersrum. Am 17. Juli 1953 der Volksaufstand und mit dem entsprechenden Terror niedergeschlagen. Das hat viele veranlasst zu sagen, nein, ich suche mein Heil in der anderen, größeren Hälfte des Landes. Aber Herr Kassner hat das Ganze anders gesehen. Er war mit Sicherheit einer von den entschieden linken Protestanten, die im Sozialismus den besseren gesellschaftlichen Entwurf gesehen haben. Seine Nähe zu diesem System konnte man auch daran erkennen, dass er dann Leiter einer Ausbildungsstätte war, die dafür zu sorgen hatte, dass die anderen Amtsbrüder die sogenannte Rotlichtbestrahlung bekamen. Und wenn Angela Merkel gegenüber dem Journalisten Hugo Müller-Fock behauptet, die DDR sei nie ihr Staat gewesen, sie habe ihn innerlich mit Entschiedenheit abgelehnt, dann ist das zumindest mit einem dicken Fragezeichen zu versehen. Ebenso ist ihre Aussage wirklich zu hinterfragen, seit ihrer Jugend habe sie die staatliche Einheit und die soziale Marktwirtschaft wertgeschätzt. Also Sie sehen, mit der Wahrheit nimmt sie es auch nicht so ganz genau. Ich möchte fast mal einen lateinischen Satz hier einpflegen. Mundus occidentalis vult decipi, die westliche Welt, also das westliche Deutschland, möchte betrogen werden. Den Eindruck hat man und lässt sich gerne betrügen. Ja,
eine Opposition gegen ihr politisch sehr angepasstes und linksaktives Elternhaus, das gibt es ja manchmal, dass so ein Aufbegehren da ist in der Jugend, das ist bei ihr nicht bekannt. Sie war eine sehr gute Schülerin, war Mitglied bei den jungen Pionieren und dann auch der SED-Jugendorganisation FDJ. Dass eine Pfarrerstochter damals das blaue Hemd der FDJ trug, war durchaus eine Ausnahme. Und dass sie dann auch dort noch Leitungsaufgaben übernehmen durfte, das war dann schon eine große Ausnahme. Wahrscheinlich hängt das damit zusammen, dass sie eben einen im SED-Sinne proaktiven Vater hatte. Das hatte den Weg in die erweiterte Oberschule geebnet. Sie hat ein gutes Abitur gemacht und ihr danach dann auch einen Studienplatz in Naturwissenschaften gesichert. Ich habe einen Bekannten mit DDR-Hintergrund, der ist dort auch groß geworden, ein evangelischer Pfarrer aus Mecklenburg-Vorpommern, Johannes Sonder. Den Namen kennen Sie vielleicht. Sein Vater war der, der Honeckers aufgenommen hat, als niemand mehr diese haben wollte. Das war also der Vater von Johannes Holmer. Und dieser Johannes Holmer sagte, er hat also keinen leichten Weg gehabt zum Studium. Er wollte Theologie studieren, aber das ging dann praktisch erst nach 90. So anders können Pfarrerskinder behandelt werden und worden sein. Ja, Angela Merkel hingegen wurde auch noch eine Doktorarbeit ermöglicht, und zwar am Zentralinstitut für Physikalische Chemie der Akademie der Wissenschaften der DDR in Berlin, Adlershof. Das war schon etwas Hochkarätiges. Übrigens ist nur der wissenschaftliche Teil der Promotion von Frau Merkel erhalten. Der obligatorische, vorangestellte Bekenntnisteil zum Marxismus-Leninismus, der ist praktischerweise verloren gegangen. Ich glaube, sie hat, als der dann irgendwie verschütt gegangen ist, schon dran gedacht, Mensch, das Ganze wird jetzt was Neues werden. Ich muss sehen, dass ich mich dort irgendwie ganz gut anpasse und dort gut verkaufe. Aber am Zentralinstitut übernahm sie als Sekretärin für Agitation und Propaganda wiederum eine Leitungsfunktion. Sie war für das sogenannte Studienjahr zuständig, in dem es, so die FDJ-Zeitung Junge Welt, darum ging, sich solide marxistisch-leninistische Kenntnisse anzueignen, um mit neuen, gefestigten Argumenten das tägliche politische Gespräch zu führen. Das war also ihre Aufgabe. Wesentliches Thema war damals der Kampf gegen die unabhängige Gewerkschaft Solidarność in Polen und auch gegen die NATO-Nachrüstung in der Bundesrepublik Deutschland. Das fast unbegrenzte Vertrauen der DDR-Führung in Angela Merkel zeigte sich an ihren Auslandsaufenthalten, an ihren Besuchsfahrten. Sie durfte zweimal ins kapitalistische Ausland fahren, für mehrere Monate jeweils, und ihr Partner, ihr Lebensgefährte Joachim Sauer, erhielt denselben Vertrauensbeweis. Das will schon etwas heißen. Zuvor führte sie allerdings den Weg nach Osten, in die sowjetische Hauptstadt Moskau. 1970 war sie aus der DDR-weiten Russisch-Olympiade, also wie spreche ich gut Russisch, ja, als Siegerin hervorgegangen. Das zeigt, sie hat schon was auf dem Kasten. Das muss man ihr lassen. Da durfte sie dann mit dem Zug der Freundschaft in die sowjetische Hauptstadt reisen. Man kann also sagen, ohne Mitglied der SED gewesen zu sein, war Angela Merkel im System der SED fest verankert und hat aktiv dazu beigetragen, es zu festigen. Das steht definitiv fest. Alles änderte sich dann 1989. Sie wurde 1990 Pressesprecherin des Demokratischen Aufbruchs unter Wolfgang Schnur. Im März
1990 machte sie Lothar de Maizière, der DDR-Ministerpräsident, zu seiner stellvertretenden Regierungssprecherin. Schnur und de Maizière waren über viele Jahre inoffizielle Mitarbeiter der Staatssicherheit. Als Anwälte und Kirchenleute waren sie im System dazu eingesetzt, die Institutionen der evangelischen Kirche unter Kontrolle zu halten, sie Auskundschaft zu kundschaften und für den DDR-Staat dienstbar zu machen. Beide standen auf der Seite von Reformkommunisten und führten, das ist auch noch ein interessanter Aspekt, in der damaligen Phase Anweisungen aus, um vielleicht doch noch eine DDR-Leit als eigenständigen Staat retten zu können. Ganz ohne Knirschen gelang Angela Merkel der Übergang von einer angepassten und aktiven DDR-Bürgerin zur CDU-Politikerin im Westen, denn doch nicht. Es gab da nämlich einen alten Kollegen, den Hans-Jörg Osten, der war auch am Zentralinstitut beschäftigt gewesen, der sah einen Auftritt Merkels als Bundesministerin in einer Talkshow. Bitter hat er sich dann per Leserbrief in der Sozialistischen Tageszeitung beschwert. So hieß dann damals das ehemalige Zentralorgan Neues Deutschland mit dem neuen Namen. Und er schreibt Folgendes, das muss ich Ihnen jetzt einfach mal runterlesen. Ich finde es, Zitat, ja, ich finde es erschreckend, in welchem Maße sich ein Mensch innerhalb von wenigen Jahren verändern kann. Ihm sei noch gegenwärtig, dass es an seinem Institut eine, wieder ganz wörtlich, rührige FDJ-Leitung mit einer Sekretärin für Agitation und Propaganda gab, jener heutigen Frau Minister. Frau Merkel organisierte FDJ-Studienjahre, in denen eifrig darüber diskutiert wurde, wie dieser DDR-Sozialismus noch besser und vollkommener zu machen sei. Insbesondere, so Herr Osten, erinnere ich mich an Ihre Begeisterung für die von Gorbatschow eingeleiteten Reformen. Mein letzter Kontakt mit Frau Merkel war im Dezember 89. Auch da war noch immer nichts von einer Kämpferin gegen den Sozialismus zu spüren. Also der Wandel kam doch recht schnell. Ja, Angela Merkel stellte dies dann aber in Abrede. Das hat ihr natürlich nicht gefallen. Sie wollte dann der Öffentlichkeit vorher weismachen, dass sie als Schülerin schon große Begeisterung für die Bundesrepublik gehabt habe und die wichtigsten Bundestagsdebatten im Transistorradio heimlich in der Schule auf dem Klo gehört habe. Das ist doch schon was. Und sie bestritt, Sekretärin für Agitation und Propaganda gewesen zu sein, gegenüber Müller-Fock, ihrem Leib- und Magenjournalisten, sagte sie, ich kann mich nicht erinnern, das ist immer gut, ich kann mich nicht erinnern, in irgendeiner Weise agitiert zu haben. Ich war Kulturbeauftragte für unsere Gruppe an unserem Institut und zu ihren Aufgaben habe es gehört, Theaterkarten zu besorgen. Kulturbeauftragte. Ja. Günter Krause, der frühere Bundesverkehrsminister, dann auch Parteifreund von Angela Merkel, bekräftigte allerdings, dass sie zweifellos Sekretärin für Agitation und Propaganda gewesen sei. Sie sei verantwortlich gewesen für, so eher wörtlich, für die Gehirnwäsche im Sinne des Marxismus. Ja, verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich werfe Angela Merkel ihr angepasstes Dasein und ihre Förderung des DDR-Staates nicht vor. Man soll nicht richten. Man weiß ja nicht, wie man sich selbst verhalten hätte. Ich frage mich aber zweierlei. Erstens, warum bestritt Angela Merkel ihr Engagement in der und für die DDR? Nun, Angela Merkel hatte sich entschieden, ihre Karriere unter neuen Auspizien fortzusetzen. In der CDU, Helmut Kohls, in der marktwirtschaftlichen Ordnung,
in dem, was man damals noch Rechtsstaat mit gewissem Recht nennen konnte, eine Spitzenposition zu erringen, das war mit dieser echten Vita, die vorangegangen war, halt nicht möglich. Und 25 Jahre aktive Unterstützung, denn so lange kann man das in ihrem Leben verfolgen, aktive Unterstützung des real existierenden Sozialismus im Arbeiter- und Bauernstaat, das hätte mit ihrer neuen angestrebten Verwendung einfach nicht zusammengepasst. Ja, und die zweite Frage ist fast noch wichtiger. Warum haben unsere engagierten und findigen Journalisten das erste Leben der Frau Merkel nicht zu ihrem Lieblingsinvestigationsobjekt gemacht? Andere werden ja auch ausgeforscht bis ins Essgefach, wie man so zu sagen pflegt. Die Antwort könnte in der Grundeinstellung dieser Journalisten liegen. Überwiegend, nämlich zu annähernd 70%, fühlen sie sich im linken und linksgrünen Lager. Der Untergang der DDR war für diese Linken eher ein schmerzlicher Vorgang. Wenn jemand in der DDR Engagement für den realen Sozialismus gezeigt hat, dann stand er für diese Medienleute auf der richtigen Seite der Barrikade. Warum soll man eine solche Frau für ihre vorangegangene, definitiv linke, also positiv zu bewertende Lebensarbeit tadeln? Das aber ist nur die halbe Wahrheit. Rund wird die Sache erst, wenn man Merkels heutige Aktivitäten hinzunimmt. Der zutreffende Sammelbegriff ist Sozialdemokratisierung der CDU. Sozialdemokratisierung der CDU. Mit vielen Entscheidungen hat sich Angela Merkel als fortschrittliche, das heißt linke Politikerin gezeigt. Ein hochrangiger SPD-Politiker hatte vor ungefähr anderthalb Jahren vorgeschlagen, überhaupt keinen Kanzlerkandidaten zu benennen. Besser als Angela Merkel könne man es als SPD-Mann auch nicht machen. Und Ministerpräsident Kretschmann, ein frommer Katholik, der betet gar täglich für das Wohlergehen von Frau Merkel. Ja, was will man mehr? Ja, hat das ganze Zuwanderungsdrama, haben die sogenannte Euro-Rettungspolitik oder die sogenannte Energiewende noch etwas mit Parlamentarismus zu tun? Sie haben es auch angesprochen, Herr Fest. Weit gefehlt. Die CDU und die CSU haben sich der Diktatur Angela Merkels unterworfen. Demokratische Grundsätze, Recht und Gesetz, bei Angela Merkel Worthülsen nur noch Schall und Rauch. Die Medien und die Politiker der Altparteien regen sich mächtig über Recep Tayyip Erdogan auf. Der Hauptvorwurf: Erdogan will weitgehend ohne parlamentarische Behinderung regieren. Also, eines muss man zu Erdogans Ehrenrettung sagen. Er ist so konsequent, dass er seine angestrebten diktatorischen Vollmachten mit einer Volksabstimmung offen und vor aller Augen errungen hat. Angela Merkel hingegen ist da schon viel weiter. Viel weiter als der legalistische, reinkarierte Erdogan. Sie fragt erst gar nicht, weder das Parlament noch das deutsche Volk. Sie handelt, sie diktiert, und das nicht nur einmal, sondern es ist angesprochen, mehrere Male. Und das Parlament kuscht, die CDU kuscht, die Opposition im Bundestag kuscht. Die Altparteien gehören in der Tat auf den Misthaufen der Geschichte. Aber auch die Mainstream-Medien kuschen. Es gibt ein paar rühmliche Ausnahmen. Dazu gehört natürlich die AfD
Und dazu gehören auch besonders Sie, lieber Herr Fest, mit Ihren brillanten Beiträgen im Netz sind Sie ein U-Boot, das ständig Torpedos gegen Angela Merkel abschießt. Ich hoffe nur, dass täglich mehr Ihre Beiträge sehen. Aber es ist schon unglaublich, was Angela Merkel ohne wirksamen Widerstand durchgezogen hat und durchzieht. Man kann die Frage stellen, sind wir noch in prätotalitären Zeiten oder leben wir schon direkt in einer Eine-Frau-Diktatur? Ja, was hat Angela Merkel in den 35 DDR-Jahren ihres Lebens gelernt? Beobachten, lange beobachten, schweigen, lange schweigen, sich Gedanken machen, sich seine Gedanken machen, das macht man still, ja, das sprudelt man nicht so raus. Da. Die Parteilinie, also so etwas Vorgegebenes, beachten. Sie kennen ja das Lied, die Partei, die hat immer recht, ja, Parteilinie. Darauf achten, dass die Kaderakte sauber bleibt. Sie wissen, jeder Mensch in der DDR war gescannt und da war eine Akte über den angelegt. Da war die politische Zuverlässigkeit in erster Linie daran abzulesen. Und sie musste das Neue Deutschland zwischen den Zeilen lesen und schließlich dafür sorgen, dass niemand merkt, was sie wirklich denkt. Niemand merkt, was sie wirklich denkt. Ja. Mit diesen erlernten Fähigkeiten und Eigenschaften gelang es ihr praktisch, und das ist nach wie vor irgendwo unerklärlich, praktisch ohne Hausmacht die CDU, eine immerhin 70 Jahre alte demokratische Partei, zu kapern. Die Merkel-CDU ist ideologisch entkernt, nach allen Seiten anschlussfähig, durch die Ehe für alle Entscheidungen jetzt absolut kein Hindernis mehr, mit welcher Partei auch immer. Es klappt mit jedem. Viel mehr als zu Adenauers Zeiten und zu Kohls Zeiten kann man heute die Partei als Kanzlerinnenwahlverein nennen. Das ist die einzige Funktion, die die CDU noch hat. Aber immerhin, Angela Merkel beherrschte und beherrscht die Physik der Macht mit doch großer Intelligenz. Persönliche Allüren sind ihr fremd. Äußerlich ist sie stets beherrscht, trägt eine freundliche Offenheit zur Schau. Leute, die sie näher kennen, sagen, sie hört jeden auch lange sehr geduldig an und macht dann, was sie will. Sie kann sich zurückhalten, kann warten, tut auf keinen Fall die Kontenance verlieren. Sie wird nie laut und sie haut nie öffentlich auf den Tisch. Sie ist insofern ein Antityp zu den Politikern, die wir sonst so kennen. Kohl, der schon mal, wenn er mit Eiern beworfen wurde, den Eierwerfer persönlich abstrafen wollte. Oder Schröder, der auch schon mal das Basta klar ausgesprochen hat. Das macht sie nicht. Ja. Sie ist geprägt durch den sogenannten demokratischen Sozialismus, der letztendlich Diktatur auf Zeit einer einzigen Person war. 19 Jahre Walter Ulbricht, 16 Jahre Erich Honecker. Kann man es dir verdenken, dass Angela Merkel sich jetzt selbst in einer solchen, in einer so vergleichbaren Spitzenposition sieht? Sie ist jetzt die, die vorne dran steht, wie früher halt diese DDR-Größen. Jedenfalls hat sie es bei der sogenannten Energiewende und auch bei der Flüchtlingsentscheidung so gemacht. Sie hat niemanden gefragt. Und natürlich gerade was die Flüchtlingsentscheidung betrifft, kein Wunder, dass dann die europäischen Spitzenpolitiker gesagt haben, sie hat uns nicht gefragt, dann soll sie es auch alleine auslöffeln. Ja, sie gibt die etwas nette schwäbische Hausfrau. In Wirklichkeit ist sie eine gnadenlose Vollstreckerin einer menschenfeindlichen Politik, nämlich einer Politik, die wir ausbaden müssen. Und das Menschenbild der Frau Merkel ist nicht anthropologisch für meine Begriffe, es ist auch nicht biologisch, es ist mechanisch.
Es ist mechanisch. Ja? Sie sieht uns nur als Verschiebemasse an. Wer denkt da nicht an die großen Verschiebungen ganzer Völkerschaften und Volksstämme unter Stalin, der hat auch mechanisch gearbeitet. Ansprüche von Völkern spielten keine Rolle. Robustheit im Umgang mit der eigenen Bevölkerung, das kann man Frau Merkel wahrhaftig bestätigen. Wovon sie in ihrem physikalisch-mechanistischen Denken nichts versteht, das ist der Mensch mit seinen Bedürfnissen, dem Bedürfnis nach Geborgenheit, nach Empathie, nach Verlässlichkeit, nach einem sich beheimatet fühlen. Gut hat es der ehemalige sächsische Justizminister Steffen Heidmann gesagt. Er hat schon vor fast 2 Jahren gesagt: Ich habe mich noch nie so fremd gefühlt im eigenen Land. Ich glaube, das trifft das Gefühl von vielen. Ich höre beispielsweise von Frauen in Fulda, die sagen: Ich gehe nicht mehr gern die Bahnhofstraße runter, ich halte mich nicht mehr gern am Bahnhof auf, weil es dort einfach für sie zu ungemütlich und zu gefährlich wird. Die vielen fremden, oft auch andersfarbigen Männer. Ja. Jetzt will ich mal versuchen, mit 2 Vergleichen, und dann komme ich auch recht schnell zum Schluss, nochmal den Stellenwert eines einzelnen Deutschen für Angela Merkel zu verdeutlichen. Im Islam gilt die Frau deutlich weniger als der Mann. Der Mann hat jederzeit das Recht, über seine Frau zu verfügen. Ich will das jetzt nicht. Auch sexuell zu verfügen. Ich sage es dann doch kurz. Die Frau hat sich zu fügen. Sie hat zu gehorchen und sie darf geschlagen werden. Für Angela Merkel haben wir Deutsche, die schon länger hier leben, in etwa den gleichen Status wie die Frau im Islam. Und noch ein Versuch aus meiner Schulzeit. Ist mir die altgriechische Vokabel to andrapodon noch im Hinterkopf? Sie bedeutet so viel wie Sklave. Und die Wortbedeutungslehre ist ganz interessant. Andropos ist der Mensch, ja, und Podos ist der Fuß. Der Sklave ist also ein Wesen, das sieht im Prinzip so aus wie ein Mensch, hat aber vor allem Füße, kann also sich bewegen und hat zu funktionieren. Hat natürlich nicht die Rechte eines Menschen. Er wird auch nicht für voll genommen. Er muss gehorchen, es zählt nur seine Funktion, seine Arbeitskraft. Und ich glaube, für Angela Merkel zählt auch nur, dass wir Deutsche funktionieren, dass sie uns kujonieren kann und dass wir aber ansonsten nichts zu sagen haben. Jedenfalls nach der alljährlichen Wahlshow, wir haben es von Ihnen auch so schön gehört, werden wir wieder nichts zu sagen haben, wenn wir sie denn wieder beauftragen sollten mit Mehrheit. Ja, ich weiß, das sind ungelenke Versuche, sich dem Phänomen Merkel zu nähern. Es könnte aber auch ganz anders sein. Es könnte ein grenzenloser, situationsbezogener Opportunismus sein, der ihr Handeln erklärt. Und ganz zum Schluss bleibt noch eine unangenehme Vermutung für ihre Motivation übrig. Es könnte auch sein, dass Angela Merkel Deutschland und die Deutschen abgrundtief hasst. Diese Erklärung wäre, wie gesagt, sehr unschön. Sie würde aber am leichtesten den unermesslichen Schaden erklären, den sie für Deutschland und die Deutschen bisher angerichtet hat. Kommen wir jetzt zur letzten Frage. Können wir das Phänomen, können wir Angela Merkel stoppen? Ich denke, Sie haben es so schön gesagt, Apostel sein, Apostelinnen, ja, über Angela Merkel aufklären, gegen Angela Merkel protestieren. Wir haben das in Gelnhausen zum Teil getan. Wir werden das demnächst in Fulda tun. Ende der Woche ist es in Fulda. Und Angela Merkel abwählen. Und dazu gibt es nur eine Wahl, die Alternative für Deutschland. Dankeschön.